Oh shit. Steuerung ist echt komisch, muss ich echt sagen. Ne. Irgendwo hier war noch ein Geldschein. Ist egal, scannen wir einfach noch ein bisschen just for fun. Dann gehen wir ins nächste Level. Wie gesagt, ich finde es immer noch komisch, dass wir irgendwie die Kombos nicht weiterführen können in der Halfpipe. Bin ich null gewohnt. Wuhu! So, noch gucken, wie man die Specials ausführt. Okay, sehr gut. Nur noch grinden und das Geld einsammeln, dann haben wir alles. Aber wir gehen mal weiter. Okay. Die Schule. Highscore, diesmal 100.000, der kranke Highscore. Müssen wir eigentlich hinbekommen. Einen Highscore mache ich immer gerne als erstes. Natürlich sollten wir auch gleich in den Skate Shop gehen. Dann haben wir garantiert wieder neue Decks. Oh ja. Wenn man damals die Grafik mit heute vergleicht, ist schon ziemlich krass. Wow. Auch wieder die Oldschool-Musik. Genau davor. Oh yeah. Ah, da haben wir Schlüssel. Wir sollten erstmal versuchen, eine Pipe zu finden. Okay, 15.000 haben wir schon. Hier. Oh ja. Unbedingt so eine Halfpipe. Ah, nicht ganz drüber geschafft. Fuck. Oh, das ist so geil. Erinnert so stark an früher. Versuche ich die ganze Zeit schon Wallplant auszuführen. Ja, ich finde hier keine Halfpipes, wo ich meinen Score richtig boosten kann. Versuchen wir noch 40.000 zu bekommen. Aus vorgelegt. Die fliegen ein bisschen komisch hin, finde ich. Oh yeah. Oh, jetzt lege ich mich aufs Maul. Naja, ich muss irgendwie so lustige Halfpipes finden. Gut, wir haben noch 40 Sekunden, sollten wir eben nutzen. Um zu fassen, ist das schon 13 Jahre her, als das letzte Spiel erschienen ist. Okay, 40.000 haben wir. Wow. Wieder aufs Maul gelegt. Schwer wird das für mich, 100.000 hinzukriegen, weil ich brauche meine Halfpipes. Man konnte sich damals, meine ich, auch aufrichten, wenn man so schräg aus der Pipe gefallen ist, aber irgendwie geht das nicht ganz. Okay, als nächstes werden wir mal Skate checken, dass wir das kriegen. Und das war's. 50.000, immerhin. Okay. Die geheime DVD, sammelt 5 Hallenausweise. Machen wir die. Oder machen wir jetzt die Hallenausweise? Ich sehe nämlich schon ein. Zwei weiß ich, wo die sind. Da haben wir noch einen. Jawohl. 2 von 5. 2 von 5. Da haben wir noch einen. 4 von 5, wo könnte der letzte sein? Da! Perfekt, das war doch easy. Da haben wir das E. Vielleicht kriegen wir Skate noch hin, gucken wir mal. Ich fette mich nicht gleich platt. Da hier oben ist nichts, da haben wir aber das T. Okay. Da hinten ist das A. Perfekt. Ich mach Skate von hinten nach vorne. K haben wir da. Das S habe ich komplett verpasst. Nur eine Minute. Okay, checken wir mal, wo das S ist. Es ist voll versteckt irgendwie. Ganz am Anfang war das S, glaube ich. Wenn man da runterfährt. Schauen wir mal. Hier irgendwo. Ja!
Perfekt. Gefahrenzone. Oh yeah. Muss mal gucken, wie ich hier den Highscore hinkriege von 100.000. Weil ich bin lieber an den Halfpipes unterwegs, mehr als ich grinden möchte. Aber wie gesagt, soweit fühlt sich das Spiel eigentlich relativ gut an. Und die Steuerung ist wirklich sehr störrisch, muss ich sagen. Da können wir noch das Geld mitnehmen, das könnten wir schaffen in den letzten paar Sekunden. So, genau, erstmal aufs Maul legen. Okay. Wieder was geschafft. Hangar freigeschaltet. Okay. Was könnten wir denn noch machen? Wallride an 5 Glocken. Das könnte knackig werden für mich. Ich muss erstmal üben, dass ich von der Halfpipe wegkomme. Gucken wir mal, wo die Glocken sind. Gut, dass wir mal die Karte haben. Das ist ein neues, nettes Feature. Ich habe da schon eine gesehen. Das könnten wir schaffen. Ach, gegen die Wand fahren sollten wir nicht. Ach, das war scheiße. Das erfordert ein bisschen Übung. Krieg's nicht hin. Muss genau neben der Wand sein, dann macht er das. Nicht gegen die Wand fahren. Wattenscheiß, muss ich erstmal üben und dann wiederholen wir das am besten. So geht's schon mal. Muss genau neben der Wand herfahren. Vielleicht machen wir es mal von der anderen Seite, vielleicht ist es leichter. Ja, perfekt, okay. Können wir direkt wiederholen. Von der anderen Seite ist es auf jeden Fall leichter. Soundtrack von dem Spiel ist natürlich absolut genial. Ja, perfekt, das war eine Glocke. Checken direkt, wo die nächsten sind. Müsste da oben sein, links in der Ecke. Da fahre ich runter zum S. Wir müssen auf jeden Fall weiter... Na gut, gehen wir erstmal hier runter. Hier nicht. Wo könnte noch eines sein? Ich weiß nur noch, eine Glocke ist da hinten. Waren, glaube ich, auch noch welche. Hier fährt er ein bisschen langsam. Genau, da haben wir noch eine Glocke. Aber wird auch lustig, die Glocke zu kriegen. Jawohl, 2 von 5. Direkt die nächsten checken. Da haben wir noch eine. Perfekt. Oh, ich war doch genau neben der Wand. Ja, gekriegt. Super. Letzte Glocke zu finden könnte knackig werden. Ich weiß, wo die andere ist. Eine weiß ich noch, auf jeden Fall. Bin ich mir ganz sicher. Die war nämlich hier. Boah, den Wallride abgebrochen. Nicht grinden, springen! Och, kann doch nicht wahr sein. Ich springe im gleichen Moment, will er grinden. Boah, es ist echt scheiße. Ja, die Steuerung in dem Spiel ist wirklich sehr komisch. Da muss man sich erst dran gewöhnen. Sehr störrisch. Ja, den Springer grindet. Fuck! Na gut, fuck it, das kriege ich nicht mehr hin in der Zeit. Also muss die Routine wieder reinkommen. Okay, dann wechseln wir mal zum Hangar. Werde ich natürlich die meisten Level in einer kurzen Zeit zeigen. Das ist wirklich cool, macht wirklich Spaß. Der Hangar. Oh ja, an den kann ich mich noch gut erinnern. Ladezeiten gehen eigentlich auch in Ordnung. So, da haben wir diese Metallstäbe über der Pipe. Hey! Sammeln wir erstmal Skate. Das K. Wow! Da haben wir die Orden, da haben wir das A.
Hier kann ich auch wieder einen guten, eine gute Combo erzielen, beziehungsweise den großen Highscore knacken. Okay. Ah, haben wir. Vielleicht fahren wir nochmal hoch. Vielleicht war da noch was. Orden haben wir. Wow! Missionskiste. Fuck. Wo ist denn der Rest? S-A-E muss da ganz hinten sein. K ist da auch noch. Hier müsste... Wow! Hier müsste eigentlich K irgendwo sein. Irgendwo hier. Da haben wir das T, da können wir genau, da können wir rüber. Ah ja! Knapp geschafft. Den Helikopter können wir auch zum Abheben bewegen. Das geht auch. Muss man, glaube ich, hier grinden. Yep. Voll aufs Maul gelegt. Wo sind die anderen Buchstaben zum Teufel? Da haben wir das E. Ah, ich habe nur noch 25 Sekunden. Ja, haben nicht gekriegt. Okay, Skate, perfekt. Oh, ein Orden fehlt mir nur noch. Das ist ärgerlich. Da ich das für einen Helikopter nach oben geklatscht haben, da war die DVD auch. Können wir natürlich hier skaten. Machen wir direkt nochmal. Versuchen wir uns mal den Orden zu schnappen. Ah, fuck. So knapp. Und so kriegen wir ihn natürlich. Okay, da war noch das Ding. Ich glaube, da kann man auch noch drauf grinden. Die Fässer machen wir gleich. Der Orden hat mir, glaube ich, auch zum Schluss gefehlt. Ach, scheiße. Müssen ganz weit außen sein. Oh, das ist ärgerlich. So nervig. Sollst du da drauf grinden? Drüber springen. Ich springe mal drüber, wow. Okay, so geht's natürlich auch, 2 von 5. Dann hatten wir noch einen hier. Gehen wir hier rüber. Da war doch hier der Orden, fuck. Perfekt. 4 von 5. Wo ist der letzte? Fuck. Hoffentlich sehe ich den gleich. Aber ich habe den hier am Propeller. Okay, 50.000 habe ich geschafft. Das ist cool. Die 3 hätte ich auch. Der letzte Orden. Wo kann der sein? Kann nicht wahr sein, der eine Scheißorden fehlt mir. Check mal die Karte. Kann nicht wahr sein. Ja, den haben wir. Eine Halfpipe haben wir den auch. Oh, den da ganz hinten haben wir, glaube ich, nicht. Oh, ich glaube, die Zeit reicht nicht mehr. Da ganz hinten müsste doch nur einer sein, oder? Nicht den anscheinend. Irgendwo hier. Oder habe ich den schon eingesammelt? Ah, so ein Scheiß. Kriegen wir schon noch die Scheißohren. Okay, ich muss mir merken, hier haben wir den ersten. Den zweiten. Na komm. Hier drin konnte man, glaube ich, ausgehen. Muss man einfach auf den Propeller grinden. Okay, 2 von 5.